Moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem WoW-Projekt auf der Allianzseite mit Baby Bear und unserem Hunter. Woo! Beastmaster. Geil. So, damit haben wir das Hallo-Prozedere abgesegnet, abgearbeitet, alles Mögliche. Ich bin noch vollkommen durch. Ja, hat mich dieser Fluchtwächter gerochen. Ja, es ist ja auch 5:53 Uhr, da kann man noch mal ein bisschen durch den Wind sein, finde ich. Ja. So, also, wir sind in den Spitzen von Arrak angekommen. Na, ich dachte, ich wäre noch auf dem Mount und dachte, wieso bleibt mein Mount hier stehen? Junge, 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 ich glaube, ich sollte doch mal länger schlafen, ey. Wow. So, nichtsdestotrotz, geil, oder? Ich finde, wenn man hier reinkommt und auf einmal legt das Ding hier los und ballert mitten in den Wald, Alter. Ja, heftig. Also ich finde es schon heftig. Geil gemacht, ne? Die ganzen Flüchtlinge laufen dir hier entgegen, ey, weil sie abgemetzelt werden da drüben in der Stadt. Junge, 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 ist schon krass gemacht. Wenn man sich das alles mal überlegt, dass die eigene Art die Leute dann abschlachtet hier. Das sehen wir ja gleich. Lassie, hältst du wohl still? Na, mein Wie soll Hübscher? ich denn Lederrabe den Tag Genau, verschlingen? so. Wir beenden die Quest und jetzt Soll berg ich die jetzt verwitterten immer auf Jammern Flügelklingen abziehen? und die Sitzt euch zerlumpten um Masken. Alles klar. und lässt Oh, noch eine. uns Mast und fürchtet uns unser eigenes Genau, Volk. jetzt erklärt er es gerade. Und ich habe dazwischen gequatscht. Sorry. So, töte 8 Klingenschwingen, der Jünger. Alles klar, das Gehabt kriegen wir euch hin. wohl. Ja, tschüss. So, jetzt sehen wir es hier. Okay, ich dachte, die metzeln jetzt gerade. Aber da geht einer auf ihn los. Da, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir ihm helfen, ey. Das können wir uns ja nicht mit ansehen, ey. So, Baby. Oh, du bist schon fertig mit dem, Alter? Was ist denn los mit dir, Mann? Ja, ich sollte auch mal was drücken. So. Komm, Baby Bear, raste aus. Junge, Junge, Junge. Diese Mistmaden, ey. So, wir müssen hier noch ein paar Artefakte finden. Und gleichzeitig können wir hier den Leuten helfen. Ey, mit einem Charge. Junge. Wie ihr entkommen. Steht doch vor mir. So, jetzt haben wir ihn aber. So, und gleich den nächsten. Oh, 3 von 8 haben wir schon. Nice. Was? Komm, 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 komm. Sehr schön. Arr, arr. Die Vögel, Alter. So, den nehmen wir noch mit hier. Baby Bear. Ich muss mal gucken, ob wir nicht Baby Bear vielleicht mal austauschen, wenn wir ein geileres Vieh finden. Baby Bear ist natürlich schon knuffig, ne? Junge, Junge, Junge. Ja, Allergie. Sorry, Leute. Aber ja, ich kann sie nicht mehr wegzaubern. Jetzt ist sie da und will nicht mehr weg. So, hier müssen wir noch eine Maske uns holen. Hallo. Und jetzt müssen wir nur noch die Skettis Spackos töten. Was? Was? Na? Macht's Baby Bear? Ich hab's gemacht. Ahu. So, wie viel haben wir denn schon? 5 von 8. Ja, nice. Geht ja doch flott, ne? Geht ja flott mit unserem Damage hier. Hätte ich ja nicht gedacht. Hey. Ist ein Sperrfeuer in your face? Oh, ja, jetzt habe ich aber Party. Party-Alarm. Ne, wieder das Puller-Alarm. So, denn erst Babybird, denkst du? Junge, Junge, Junge. Schon Panik gehabt hier. Ja, Sperrfeuer. Es ist Sperrfeuer. So, was Nices aufgesammelt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt Sperrfeuer wegkriegen. Nein. Ach, Ablenkzeit wahrscheinlich noch. Ja. Gleich habe ich es wieder vergessen. Es wird Zeit. So. Was sagt man? Oh, was kriegen wir denn? Ach, brauchen wir ja nicht. Lebt wohl. Ja. So. Ich will entkommen, während ihr den Herold ablenkt. Ah, Geht von nein, der das, die Brücke von Mistmarde mir da oben, aus. ne? Ne, da wollten wir nicht hin, hier wollten wir hin. So.
Ja, der Boss hier, den fand ich schon damals doof. Damals habe ich überhaupt nicht gecheckt, was der hier die ganze Zeit macht. Und jetzt bestimmt auch nicht. Ich bin auch voll müde. Mies, ey. So, Baby Burr an meine Seite. Baby, was? Wo kommst du denn her, Mann? Ich wollte hier ein bisschen fighten. Jetzt kommst du, Mann. Gehst du auch mal mit dem Blickfeld? Aus meinem Blickfeld, Digga. So, jetzt geht's ab. Baby Burr, bist du bereit? Und go! Boah, blitzschnell, Alter. Blitzschneller Bär. So, kicken. Und drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da. Solarzorn? Nee, den wollen wir nicht. Ich glaube, der kann sich auch heilen, ne? Wenn er sich heilen kann. Da, blendet das Licht weg. Nice. Komm, 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 jetzt aber, jetzt aber. Nice, weggenatzt. Geil. Der Kleine kann das, glaube ich, auch alles, ne? Oh, blinde Bombe. Jawollo. Haha. Nice gemacht, ey. Junge. Ja, so einfach geht der, ne? Wenn man mal drauf achtet, was die Carsten. Carsten? Lass Ne, mich euch Carsten eine ist jetzt nicht Geschichte hier. erzählen. So. Geht in Schatten. Wir machen das so wie bei dem guten Paladin-Tank. Wir schnappen uns jetzt hier was. Unsere Wege trennen Wollt mit dir sich quatschen. Eine vor dir. Schriftkunde, ja, nehmen wir auch noch mit. So. Kommt wohl. Und schnappen uns jetzt hier ein paar Schätze. Wollen ja ein paar Level gut machen. Und die kann man sich halt erst holen, wenn man Archäologie gelernt hat. Bam. Jawohl. 32.000. Nice. Nice. So, wo ist diese Flasche? War die hier? Ich glaube, die war hier. Komm, den batzen wir noch weg. Ich glaube, die Flasche hätten wir uns auch vorher holen können. So ist es nicht. Und das Elixier, ne? Gut, ab die Post. Weg hier. Wir wollen ja hier nicht sehen, wie ich hier ein paar Schätze einsammle. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Aber, hier müsste eigentlich auch noch eins sein. Genau. Jawohl. Oh, das ist echt nice, Alter. Meine Fresse. Über 90.000 Erfahrungspunkte kurz mal gesammelt. Ist schon nicht schlecht, ey. Was? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh. So, da ist er. Rabob, Attacke! Bam! Oh, ich liebe es mit dem Hunter. Auf dem PvP im Moment spiele ich Beastmaster als ja, PvP-Char. Und er rockt. Er rockt echt. Am Anfang habe ich halt Treffsicherheit ein bisschen gespielt im PvP. Geil weggesniped die ganzen Gegner. Und habe natürlich halt die Kills gekriegt. Aber nichtsdestotrotz ist der Beastmaster nicht verkehrt. Ganz besonders halt auch in Arena. Das hat mir der gute Damnizer nochmal. Sind wir ein bisschen näher drauf eingegangen. Hat schon alles Hand und Fuß, was er erklärt hat. Und deswegen spiel ich jetzt halt Beastmaster im PvP. So. Hier sind auch noch mal so viele Schätze. Krass, aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt auch mit der Quest weitermachen. Wir haben ja auch schon 8 Minuten hinter uns gebracht. Und die nächsten paar Minuten sollten dann auch mal ein bisschen actionreich sein. Wenn ich hier irgendwas sammle, das ist ja langweilig. Boah, wir kriegen Flugpunkt. Yay! Boah, der nächste. Nice! So, hier, geh doch mal weg, wenn ich dich schon anklicke. So, der Ja, Schatten aber ich kommt. verstehe. Ja. Ich zeige euch den Weg. Und dich sehe ich auch, Richard. Brauchst dich gar nicht vor mir verstecken. Kommt herein. So, nice. 3 Quests, ne? Wir werden Ach, jetzt ja, mit ihm quatschen. natürlich. Du Jawollo. bist dir nicht sicher, Du Onika. auch, Percy. Ja, So, du bist jetzt offensichtlich quatschen die schon begeistert natürlich von mir durcheinander und hier. zu treffen, Ah! Richard. Oh, wie lieb von dir, dass du an mich denkst, Richard. Na, wo sind sie? Aber meine alten Knochen würden dich nur aufhalten. Jawohl! Ich komme schon klar. Nun Haha, haben wir gut, dich reingelegt, mein Hübscher. gehen wir weiter.
So, jetzt haben sie endlich aufgehört zu quatschen, ey. Ist ja schlimm. Also nicht schlimm, weil die jetzt ein bisschen Geschichte hier mal präsentieren, sondern eher, weil sie komplett durcheinander gequatscht haben. So Leute, ich habe ja meine neuen Bücher bekommen und jetzt geht's weiter mit Der letzte Wächter. Ich bin gespannt, da ich ja leider nicht genau die Reihenfolge einbehalten habe oder nutzen konnte, wie manche das auch schön zusammengefasst haben. Und ja, mache jetzt natürlich erst mit der Reihenfolge richtig weiter. Und ja, ich bin gespannt, was drin vorkommen wird. Ich habe noch nichts mich spoilern lassen und. Na, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich kann wieder was lesen. Und ich habe ja jetzt schon 7 oder 8 Bücher durch. Und mir haben bisher fast alle gleich gut gefallen. Das eine mehr, das andere weniger. Aber ich war immer positiv überrascht. Und auch sehr, sehr gefesselt bei den Büchern. Also von daher kann ich es nur empfehlen, wenn ihr mal ein bisschen Bock habt auf Geschichte von World of Warcraft, lest die Bücher. Ist nur eine Empfehlung von mir. Und ja, von einem, der halt erst neu in WoW ist. Ja, kann man ja, ja gut, fast neu. Bin halt ein MOP-Kind. Also habe ich ja schon öfters erzählt, dass ich erst richtig mit WoW in MOP angefangen hatte. Ich hatte das Spiel schon länger. Ich habe auch jedes Set-On ein bisschen gespielt, aber ganz ehrlich, das, was ich gespielt habe, das kannst du an Stunden an einer Hand abzählen, ne? So ist das nun mal. Und dann hat es mich dann doch gefesselt, ne? Schön, oder? So, weggenatzt. Komm her, Baby Burr. Ah, machen wir das jetzt noch? Schon 12 nach, nee, 12 nach. 12 Minuten rum. Wir machen jetzt noch diese Quest hier erstmal weiter. Wir müssen hier noch ein paar Fledermäuse wegnatzen. Und dann machen wir die andere beim nächsten Mal. So, Ramob. Kriegst du aufs Maul, Junge? Baby Burr. Habe ich wieder Knochen rausgenommen? Nö. Da ist doch Knochen. Du kannst doch mal Knochen nutzen, ey. Damit du mir hilfst. Wir sind doch Brüder. Bärenbrüder. Mann, Mann, Mann. Komm, komm, komm. Was war mit ihm los, Alter? Hier Ninja Jump als Baum, oder? Boom. Komm, wir machen mal ein bisschen Rambazamba, ey. Dauert mir zu lange. Schaden, Bats, Bats. Jawollo. Nice. Komm. Ja. Alter, das sieht schon krass aus. Bleib mal bitte auf dem Boden, Alter. So, jetzt kannst du dich da festwurzeln über die Jahre. Mein Hübscher. So, hey, wir müssen auch mal durchgehen, was wir jetzt alles schon im Inventar gekriegt haben. Ist ja nicht zu verachten, der manchmal den Loot, den man von den Mobs kriegt. Ganz besonders, wenn man noch nicht komplett ausgestattet ist. Ich glaube, Hals und sowas. Ne, das haben wir nicht geholt. Ich habe eigentlich nur das geholt, was ja mir Erfahrungspunkte gibt. Ne? Alles andere interessiert mich dann soweit nicht. Wenn ich schon mit dem Zeug spiele, dann soll es auch mir erfahrungstechnisch ein bisschen was weiterbringen. Mich weiterbringen. So, jetzt haben wir es. Haben wir jetzt. Ja. So, eine miese Fledermaus brauchen wir noch. Und 2 Illusionen. Alles klar. Das kriegen wir hin. Na los, komm. Ah, den nehmen wir gleich mit, komm. Haben wir 2 Gegner, ist ja egal. Wo ist denn der andere? Hä? Ah, die Illusion habe ich dazu gekriegt, oder was? Geil. Die Illusion hat gezählt. Und es ist kein blöder Arakor dazugekommen. Hallo? Da ist er. Jawollo. Haha. Neu. Komm, komm, komm. Sauber. Schick. Schick hast du das gemacht. Schick hast dich hingelegt. Gut. Abgeben können wir erst, wenn die beiden da sind, ne? Oder können wir schon dahin fliegen? Okay, Leute. Machen wir doch noch. Haben ja die Zeit.
Wir müssen das hier kontrollieren. Unsere beiden Kumpels müssen dann auch gleich kommen. Lasst mich mal ran. Mal sehen, ob er etwas Brauchbares dabei hatte. Bewacht die Tür, ja? Ja. Eine merkwürdige Sammlung. Da kommen sie, die kleinen Gangster. Percy, was hast du denn da? Na los, zeig her. Jetzt müsste es kommen, ne? Der Schulküken-Report. Percival, das legst du sofort wieder weg. Versauter Vogel. Versauter Vogel, geil. Ey, hier sollte mal eine Brandfalle hier laufen, Alter. So, komm. Hau die weg, ey. Ist ja schon fast nervig. Wie viele wollen noch kommen? Die wissen doch, dass sie alle hier verrecken. Ich hab sie doch hier hingelegt. Schön platziert. Nee. Aber ich glaube, die Vögel können nicht so gut nachdenken. Ich glaube, noch eine Truppe kommt, ne? Eine Truppe. Nein? Hallo? Doch. Jetzt kommen sie dahin, ne? Ich raste aus, Alter. Er hat sie sogar kommentiert. Seht mal. Los, komm, komm. Jawohl, Alter. Schön abgekriegt, oder? So, nice weggenutzt, ey. So, mein Hübscher, jetzt haben wir ein paar Sachen für dich. Ja. Beschafft das Auge von Anzu. Ich werde euch wiedersehen, zurück in die Schatten mit uns, Percy. So, da fliegen wir nochmal hin. Nochmal. Und ich würde sagen, dass wir das im nächsten Part machen. Dann gehen wir in die schöne Höhle und holen uns das Auge. Ich würde sagen, das sollte soweit passen heute. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht es gut, bis bald.